Willkommen auf meinem kleinen Kanal für geografisch Interessierte. Ich habe noch mal ein Video zum Thema Schalenbau der Erde. Das hier ist die Variante für die größeren Klassen, also Klasse 10, 11, 12, 13. Falls du doch noch mal etwas Auffrischung brauchst, dann schau gern in das Grundlagenvideo noch mal rein. Das habe ich dir irgendwo hier oben verlinkt. Ansonsten wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit diesem Video. Los geht's! Okay, wenn du mit dem Video einsteigen möchtest, dann solltest du so viel zum Schalenbau der Erde wissen. Unsere Erde besteht aus 5 verschiedenen Schalen. Von außen zum Erdzentrum sind das zum einen die Erdkruste, darunter der obere und untere Erdmantel und dann kommen der äußere und der innere Erdkern. Du solltest auch wissen, dass der feste obere Teil des oberen Erdmantels zusammen mit der Erdkruste die Gesteinshülle der Erde bildet, die wir als Lithosphäre bezeichnen. Diese ist in Platten gegliedert, die sich durch Konvektionsströme im Erdmantel auf der teilweise schmelzflüssigen Asthenosphäre bewegen können. Wenn das soweit klar ist, dann können wir jetzt ins Detail gehen. Im vorhergehenden Video sind ja einige Fragen offen geblieben. Zum Beispiel, woher kennt man den Aggregatzustand und die Tiefe der Schalen? Und warum sind Teile des Erdinneren flüssig, wieder andere aber fest? Obwohl dort Temperaturen herrschen, bei denen die Metalle, aus denen der Erdkern ja besteht, bereits verdampfen würden. Klären wir zunächst mal die Sache mit dem Aggregatzustand und der Tiefe. Eins gleich vorweg zu dem Thema, über Bohrungen konnte man den Aufbau des Erdinneren nicht erkunden. Die tiefste Bohrung der Erde liegt auf der Halbinsel Kola und reicht etwas mehr als 12 Kilometer tief in die Erde hinein. Damit hat man gerade mal ein kleines Löchlein in die kontinentale Kruste gemacht und ist noch nicht mal bis in den oberen Erdmantel vorgedrungen. Ich hatte im ersten Video bereits erwähnt, dass Forscher den Aufbau der Erde mittels Auswertung von Erdbebendaten herausgefunden haben. Und zwar hat man sich dort unterschiedliche Eigenschaften verschiedener Erdbebenwellen zunutze gemacht. Bei einem Erdbeben entstehen verschiedenste Arten von Wellen, die die gesamte Erde durchlaufen. Da gibt es zum Beispiel die P-Wellen und die S-Wellen. P-Wellen sind sogenannte Longitudinalwellen, das ist jetzt was für die Physiker, die sich durch Kompression und Ausdehnung des Materials ausbreiten. S-Wellen sind sogenannte Transversalwellen, die sich durch Scherung des Materials ausbreiten. P-Wellen können sich durch feste, flüssige und gasförmige Medien ausbreiten, während S-Wellen nur durch feste Medien laufen können. P-Wellen haben auch eine höhere Geschwindigkeit als die S-Wellen und erreichen daher früher einen Seismographen. Daher rühren übrigens auch die Namen. P steht für Primärwelle, S für Sekundärwelle. Mit P- und S-Wellen kann man das Erdinnere recht einfach erforschen, indem man die Reflexion und die Brechung an den Grenzflächen zwischen den verschiedenen Schichten beobachtet. Reflexion bedeutet dabei, dass ein Teil der Welle an der Grenzfläche zurückgeworfen wird. Brechung bedeutet, dass ein Teil der Welle an der Grenzfläche seine Richtung und Geschwindigkeit ändert. Durch die Messung der Laufzeiten und der Winkel der reflektierten und gebrochenen Wellen kann man Rückschlüsse auf die Dichte, die Elastizität und die Struktur der verschiedenen Schichten ziehen. Zum Beispiel kann man aus dem Vorhandensein einer Schattenzone für S-Wellen schließen, dass der äußere Erdkern flüssig ist, weil eben S-Wellen diesen nicht durchlaufen können. Die Grenzflächen, an denen die Schalen aneinander grenzen, nennt man übrigens Diskontinuitäten oder auch Unstetigkeitszonen. Dort ändern sich die chemischen und physikalischen Eigenschaften der Gesteine relativ abrupt. Nicht selten sind diese Diskontinuitäten nach ihren Entdeckern benannt. Besonders markant ist die sogenannte Mohorovicic-Diskontinuität oder, weil man das schwer aussprechen kann, einfach kurz Moho. Sie markiert den Übergang zwischen der Erdkruste und dem Erdmantel und verläuft damit innerhalb der Lithosphäre. Obwohl alle Gesteine der Lithosphäre fest sind, verrät uns die Moho, dass es einen deutlichen Dichteunterschied zwischen der Erdkruste und dem darunterliegenden Erdmantel gibt. Die Dichte des Gesteins und damit auch die Geschwindigkeit der Erdbebenwellen nimmt an dieser Diskontinuität deutlich zu. Die Mantelkerngrenze wurde nach den deutschen Seismologen Emil Wieschert und Benno Gutenberg benannt. Sie markiert den Übergang vom festen Erdmantel in den flüssigen äußeren Erdkern. Die Grenze zwischen äußerem und innerem Erdkern wurde von der dänischen Seismologin Inne Lehmann entdeckt, trägt aber komischerweise nicht ihren Namen. Eine Lehmann-Diskontinuität gibt es aber trotzdem. Die Forscherin hatte diese in durchschnittlich 210 Kilometer Tiefe nachgewiesen, also im oberen Erdmantel. Dort hatte sie einen raschen Anstieg der seismischen Geschwindigkeit beobachtet.
beobachtet. Was diesen jedoch auslöst, darüber sind sich Forscher bis heute noch nicht ganz einig. Schauen wir uns mal an, wie sich bestimmte physikalische Zustände mit der Tiefe ändern. Betrachten wir dazu mal Druck, Temperatur und Aggregatzustand der einzelnen Schichten. Für den Druck verwende ich hier mal die Einheit Bar. Damit hast du einen Vergleich. Ein Bar entspricht dem Normaldruck der Erdatmosphäre. In der Physik würdest du eher mit Pascal rechnen, wie man das Ganze umrechnet, siehst du hier. Schauen wir uns zunächst mal die Lithosphäre an. Die Lithosphäre haben wir schon geklärt, sie ist fest und in den Tiefen der Lithosphäre herrscht ein Druck von immerhin schon 10 Kilobar, also 10.000 Bar. Die Lithosphäre erwärmt sich nach unten hin um etwa 30 Kelvin pro Kilometer, wobei das ein Durchschnittswert ist, der keinesfalls überall gleich ist. So ist auch die Temperatur an der Grenze zwischen Kruste und Mantel nicht überall gleich. Für Mitteleuropa schwankt diese Temperatur an der Moho zwischen 280 Grad und 900 Grad Celsius. In der Asthenosphäre steigt die Temperatur bis auf 1500 Grad Celsius an. Bei dieser Temperatur wird ein Teil des Gesteins, so etwa 1-5%, flüssig. Viele gesteinsbildende Minerale haben einen Schmelzpunkt, der aber unter 1500 Grad Celsius liegt. Man würde also vermuten, dass viel mehr als diese 1-5% Gestein flüssig sind. Dass das nicht so ist, liegt am hohen Druck, der in der Asthenosphäre schon bei 300 bis 500.000 Bar liegt. Dieser hohe Druck verhindert, dass die Gesteine vollständig in den flüssigen Aggregatzustand übergehen. Du kennst dieses Prinzip vielleicht vom Schnellkochtopf. Dort wird ein Druck von bis zu 1,8 Bar erzeugt, was dann dazu führt, dass das Wasser auch erst bei etwa 117 Grad Celsius kocht. Es ändert seinen Aggregatzustand eben auch später als bei Normaldruck. Zurück aber in die Asthenosphäre. Wie hoch der Anteil der geschmolzenen Gesteine ist, hängt letztlich auch von der Menge an Gesteinswasser ab, das zum Beispiel bei einer Subduktion in den Erdmantel eingebracht wird. Je höher dieser Wasseranteil ist, desto eher schmilzt das Gestein. Im unteren Erdmantel steigen die Temperaturen weiter bis auf 3500 oder bis sogar 3700 Grad Celsius. Dass das Gestein bei diesen Temperaturen nicht flüssig ist, liegt hier wieder am zunehmenden Druck, der hier bis auf 1,4 Millionen Bar an der Mantelkerngrenze ansteigt. Der äußere Erdkern ist dagegen wieder flüssig. Zum einen steigen natürlich die Temperaturen weiter an, hier auf bis zu 4000 Grad Celsius. Zum anderen ist aber auch die chemische Zusammensetzung des äußeren Erdkerns eine ganz andere im Vergleich zum Erdmantel. Statt typischer Gesteinsminerale finden wir hier überwiegend Eisen und Nickel. Dazu vermutlich etwas Sauerstoff, Silizium und Schwefel. Und dieses Gemisch ist selbst bei Drücken von bis zu 2,5 Millionen Bar immer noch flüssig. Der innere Erdkern dagegen ist wieder fest, obwohl sich die Zusammensetzung im Vergleich zum äußeren Erdkern kaum geändert hat. Bei Temperaturen von etwa 6000 Grad Celsius sorgt der unglaublich hohe Druck von fast 3,5 Millionen Bar dafür, dass Eisen und Nickel auch bei solchen hohen Temperaturen immer noch fest bleiben. Zum Vergleich, an der Erdoberfläche würde Eisen bei knapp 2900 Grad bereits verdampfen, also gasförmig werden, Nickel bereits bei 2730 Grad. Schmelzen würden beide Metalle bereits bei Temperaturen von um die 1500 Grad Celsius. Vielleicht fragst du dich noch, woher man die Zusammensetzung des Erdinneren kennt. Schließlich kann man ja so tief nicht bohren und auch kein Vulkan fördert Material aus dieser Tiefe. Da gibt es aber zum einen experimentelle Methoden, um für verschiedene mögliche Gemische bei hohen Temperaturen und Drücken die Dichte und die Schallgeschwindigkeit zu untersuchen. Die Schallgeschwindigkeit kann man dank der Erdbebenwellen relativ gut messen. Volumen und Masse der Erde sind bekannt. Man kann also ihre durchschnittliche Dichte berechnen und mit der Dichte der bekannten Gesteine der Erdkruste vergleichen. Tja, und jetzt fragst du dich vielleicht noch, woher man die Masse der Erde kennt. Schließlich kann man die ja nicht einfach auf eine Waage stellen und dann gucken, ob sie zu oder abgenommen hat. Aber das mit der Masse der Erde, das verrate ich dir mal in einem anderen Video. Bleib also gern dran, am besten abonnierst du meinen Kanal und aktivierst auch die Glocke, dann verpasst du nichts mehr, was ich hier einstelle. Hinterlass mir doch gerne noch ein Feedback zu diesem Video oder auch Fragen. Wenn noch irgendwas unklar ist, versuche ich das Ganze zeitnah zu beantworten. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Bis zum nächsten Video.